Herzlich willkommen zur Vorlesung Aktienrecht. Wenn Sie irritiert fühlen wegen dem Hustenbonbon, das liegt daran, weil ich a. erkältet bin und b. theoretisch heute schon 4 Stunden Vorlesung hätte. Aber zum Glück ist die Vorlesung in der Mitte ausgefallen, nämlich Handelsrecht, sodass wir hier direkt zum Aktienrecht kommen. Ich bin nicht Jens Koch, das ist erkennbar an der Haarfarbe unter anderem, sondern ich bin Michael Börskens, ich mache hier Aktienrecht zum ersten und einzigen Mal in meinem Leben wahrscheinlich. Wir haben heute die erste Veranstaltung. Wenn Sie in eCampus gehen, gibt es da eine Vorlesungsgliederung. Da steht für jeden Termin drin, welche Themen wir behandeln. Außerdem gibt es da ein Skript zur Vorlesung. Da können Sie das alles nachlesen. Außerdem sehen Sie, hier gibt es eine Kamera, die alles, was ich hier für Unsinn erzähle, aufzeichnet und für die nächsten 100 Jahre festhält. Wir haben heute ein Programm. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema, was ist eigentlich Aktienrecht, worum geht es da? Und das ist so eine allgemeine Grundlagenvorlesung, die den großen Vorteil hat, dass Sie heute noch ohne Gesetz auskommen. Für die nächste Vorlesung, das heißt nächsten Montag, brauchen Sie ein Aktiengesetz. Ohne das wird es sehr schwer werden, dieser Vorlesung zu folgen. Gut, fangen wir an mit der Aktiengesellschaft. Was ist eine Aktiengesellschaft? Nun, eine Aktiengesellschaft ist eine raffinierte Einrichtung zur persönlichen Bereicherung ohne persönliche Verantwortung, sagt Ambrose Pierce. Das sagt uns wenig. Gucken wir uns mal ein paar Praxisbeispiele an. Das hier ist eine Brotaktie von der Bäckerei Schneider in Bad Marienberg. Frage, hat das was mit Aktiengesellschaft zu tun? Diese Brotaktie ist ein Gutschein über 10 gleiche Brote Ihrer Wahl und ein Brot gratis. Mit der dazugehörigen Dividendenkarte können Sie Ihre 11 Brote nach Bedarf einlösen. Ist das eine Aktie? Geht immerhin um Dividende und geht um Brote, die sehen hier so gebrochene Brote sogar. Ist das eine Aktie? Was meinen Sie? Hier drauf, Brotaktie. Ja, es gibt 2 wesentliche Probleme mit diesem Dokument. Das erste ist, Sie haben keinerlei Mitspracherechte. Wenn Sie eine Brotaktie haben, dürfen dem Bäcker nichts sagen. Sie können ihm nicht sagen, back mal weniger Brot, back mehr Brot, back besseres Brot. Das heißt, Sie haben keine Mitverwaltungsrechte. Das zweite Problem ist, Sie profitieren nicht vom Gewinn des Bäckers, sondern Sie haben einen schuldrechtlichen Anspruch, der unabhängig davon ist, ob der Bäcker Gewinne oder Verluste macht. Das heißt, Sie leben nicht vom Vermögen des Bäckers, sondern Sie haben einfach nur einen verbrieften schuldrechtlichen Anspruch. Deshalb ist das keine Aktie. Eine Aktie enthält also automatisch Mitspracherechte und eine Aktie gewährt eine Beteiligung am Vermögen der Gesellschaft und nicht einfach nur einen fixen Schuldsatz. Was sagen Sie dazu? Das ist Beate Uhse. Eine Aktie über 1 Euro. Der Inhaber dieser Aktie über 1 Euro ist an der Beate Uhse Aktiengesellschaft Flensburg nach Maßgabe ihrer Satzung als Aktionär beteiligt. Und wir sehen leicht bekleidete Damen auf dieser Aktie. Ist das eine Aktie? Kann man also leicht bekleidete Damen abbilden? Geht das? Aktie? Nicht jugendfrei. Ja, wir sehen kein Depot nicht. Also, was da für Bedarf ist, wir hoffen nicht. Ja. In der Tat, das ist eine Aktie, das ist ein Wertpapier. Wir sehen an dieser Aktie auch 2 andere interessante Sachen. Zum einen steht da über 1 Euro. Das heißt, wir haben hier eine sogenannte Nennbetragsaktie. Diese Aktie repräsentiert einen Anteil von 1 Euro am Grundkapital. Das heißt nicht, dass sie 1 Euro wert ist. Sie können diese Aktie an der Börse für mehr als 1 Euro verkaufen. Das heißt auch nicht, dass Sie nur 1 Euro bekommen, wenn die AG aufgelöst wird, sondern Sie kriegen einen Bruchteil, der sich errechnet aus dem Wert, der draufsteht, geteilt durch die Gesamtsumme des Grundkapitals
mal dem aktuellen Vermögen ausgeschüttet. Das Zweite, was wir hier sehen, ist dieses rote Kästchen, da steht Inhaber. Inhaber ist derjenige, der unmittelbarer Besitzer ist. Das heißt, derjenige, der dieses Papier vorlegen kann, gilt als Aktionär. Das ist eine sogenannte Inhaberaktie. Ja? Also Sie haben die Aktie und können sagen, hier, ich habe dieses Bild und deshalb bin ich Aktionär in Höhe von 1 Euro. Gut, das war nicht so schwierig. Gucken wir uns dieses Dokument an. Da steht Aktie über 50 DM. Auch hier steht wieder, der Inhaber ist mit 50 Deutsche Mark an der BASF-Aktiengesellschaft als Aktionär beteiligt. Der Kernunterschied ist, hier steht nichts mehr von 1 Euro, sondern steht 50 D-Mark. Geht das? Kann man Aktien über D-Mark-Beträge haben? Oder muss da überall Euro draufstehen? Und vor allen Dingen, 50 D-Mark sind deutlich mehr als 1 Euro. Sie glauben das nicht, die D-Mark war nicht ganz so weich, wie man ihr nachsagt. 50 D-Mark entsprechen ungefähr 25 Euro. Das ist 25 Mal so hoch wie bei der Beate Uhse. Geht das? Oder muss jede Aktie 1 Euro sein? Wahrscheinlich heute, also heute offensichtlich Euro. Ja. Aber wenn die noch alt ist, dann muss man das jetzt in der Aktie holen. Ja, die Aktie wird nicht dadurch unwirksam, dass wir eine Währungsreform haben. Das heißt, wenn die AfD irgendwann absolute Mehrheit hat und den Euro wieder abschafft, können sie trotzdem ihre Euro-Aktien behalten. Die werden dadurch nicht wertlos. Das Zweite ist, die Aktien müssen nicht auf 1 Euro lauten, sondern einen beliebigen Eurobetrag. Das heißt, Sie können Aktien haben, wo 100 Euro draufsteht, wo 20 Euro draufsteht, wo 50 Euro draufsteht. Ist alles okay. Gucken wir uns diese künstlerisch wertvolle Aktie an. Ja, ganz dekorativ. Sie sehen die Weltkugel mit dem Kondom dabei. Ganz professionell. Sie sehen hier, da steht kein Betrag drauf. Da steht gar kein Euro drauf. Sehen Sie das? Nirgendwo ein Eurobetrag, nirgendwo ein D-Mark-Betrag. Ist das auch noch eine Aktie? Ja, das, wie du das schon sagst, ein Stück Aktien, die der Wert von der Anzahl der Aktien hat. Ja, das ist eine Stückaktie. Das heißt, unabhängig davon, wie viele Aktien ausgegeben sind, hat jedes Stück einen gleichen Anteil. Das heißt, wenn es 100.000 Stücke gibt, gehört ihnen ein Hunderttausendstel. Wenn es 100 Stücke gibt, gehört ihnen ein Hundertstel. Das heißt, wie viel diese Aktie wiedergibt, hängt einfach davon ab, wie viele Stücke es absolut gibt. Bei dem anderen hängt es davon ab, wie sich der Betrag, der draufsteht, zu dem Gesamtbetrag verhält. Ja, jetzt kommt was ganz Tolles für die Fußballfans, Borussia Dortmund. Neulich habe ich mal gelesen, hat einer in seiner Seminararbeit geschrieben, Borussia Dortmund sei doch auch eine Aktiengesellschaft. Was steht da? Ist Borussia Dortmund für eine Rechtsform? Kann keiner lesen, weil es unscharf ist. Ja, das ist eine GmbH und Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien. Wie Sie sehen, heißt sie deshalb Kommanditgesellschaft auf Aktien, weil sie auch Aktien ausgeben kann. Können Sie sich denken, wo der wesentliche Unterschied liegt zwischen einer Aktiengesellschaft und einer Kommanditgesellschaft auf Aktien? Das ist jetzt relativ trivial, wenn Sie überlegen, was ist eine Kommanditgesellschaft? Wer von Ihnen weiß, was eine Kommanditgesellschaft ist? Das sollten Sie hoffentlich alle wissen. Was ist eine Kommanditgesellschaft? Ja, also da gibt es halt einen komplementär. Ja. Also in der Tat, eine Kommanditgesellschaft ist eine Personenhandelsgesellschaft, geregelt 161 folgende HGB, bei der es ein oder mehrere Komplementäre gibt, die mit ihrem gesamten Privatvermögen haften und die Geschäfte führen, und ein oder mehrere Kommanditisten, die ausschließlich mit einer festbestimmten Einlage haften und wenn die erbracht haben, gar nicht mehr haften, dafür aber auch keinerlei Mitspracherechte haben.
Bei einer Kommanditgesellschaft auf Aktien ist es ähnlich. Es gibt einen Komplementär, der mit seinem gesamten Privatvermögen für die Schulden der Kommanditgesellschaft auf Aktien haftet. Und es gibt Kommanditaktionäre, die im Grunde noch weniger Rechte haben als echte Aktionäre, weil der Komplementär die Geschäfte alleine in eigener Verantwortung führt und auch nicht gewählt oder abgewählt werden kann. Jetzt haben wir hier eine GmbH und Co. KGaA. Das heißt, was können wir uns über den Komplementär denken? Wer ist Komplementär? Die GmbH. Die GmbH. Warum macht man eine GmbH und Co. KGaA, frage ich Sie. Was verspricht man sich davon? Ja, damit man nicht persönlich haftet, sondern die GmbH mit ihrem Vermögen haftet, was halt begrenzt ist. Die haben maximal dann so, weiß ich, 100.000 auf dem Konto. Das heißt, mehr kann man da nicht holen. Warum ist Borussia Dortmund denn keine Aktiengesellschaft? Weil das Startkapital geringer ist. Ja, weil das Startkapital geringer ist bei der GmbH, werden wir noch nächste Woche zu kommen. Das ist nicht das entscheidende Argument. Gucken wir uns gleich noch näher an. Warum hat Borussia Dortmund, außerdem können sich auch eine Aktiengesellschaft leisten, also die, so arm sind die auch nicht. Warum ist Borussia Dortmund eine GmbH und Co. KGaA? Also ich würde höchstens vermuten, dass es Borussia selber darum geht, den Einfluss, den Aktionäre normalerweise aufs Unternehmen haben, eben nicht haben zu wollen. Ja, Borussia Dortmund will verhindern, dass die Bayern-München-Fans quasi ihre Gesellschaft übernehmen und dann auf einmal sagen, alle guten Spieler raus. Ja, sie wollen den Einfluss der Aktionäre gering halten, damit die ihr Spielbetrieb in der Bundesliga so führen können, wie sie wollen. Ob es nützt, ist eine andere Frage, aber das kann man so machen. Gut, das ist eine GmbH und Co. KGaA. Gucken wir uns auch noch an in der letzten Vorlesungsstunde. Und jetzt wird es ganz interessant. Hier haben wir RWE und auf dieser Aktie steht drauf, der Inhaber dieser Sammelaktie über 2000 Aktien zu 5 Deutsche Mark ist an der RWE-Aktiengesellschaft nach Maßgabe ihrer Satzungsaktionäre beteiligt. Was ist der Unterschied zu den Aktien, die wir bisher gesehen haben? Steht da auch ein Betrag drauf und wieder Inhaber und alles so, wie wir gewohnt sind. Was ist der Unterschied? Ja? Diese Urkunde verbrieft nicht eine Aktie, sondern in der Tat 2000 als Block. Können Sie sich vorstellen, warum man das macht? Warum gibt man nicht einfach 2000 Aktien à 5 Euro aus, sondern eine, wo drauf steht 2000 mal 5? Warum macht man sowas? Ist doch völlig blöd. Wenn Sie jetzt nur 5 verkaufen wollen, was müssen Sie machen? Fetzen abreißen oder was? Die wollen 5 von Ihren 2000 Aktien verkaufen, wird schwer. Kann dann so in kleine Streifen reißen. Warum macht man das? Um so die Gesamtzahl der Aktionäre möglichst gering zu halten. Das könnte man meinen, um die Gesamtzahl der Aktionäre möglichst gering zu halten. Ist das ein effizientes Mittel, um die Gesamtzahl der Aktionäre möglichst gering zu halten? Was meinen Sie? Kann man jetzt nicht einzelne Aktien verkaufen aus diesem 2000 Aktienpaket? Ist es untrennbar miteinander verbunden, das heißt nur noch en bloc? Man sagt, Papier ist riskant. Wenn Sie stapelweise Papier haben, muss das irgendwo auch sicher aufbewahrt werden. In den Safe passt so ein Papier noch rein. Aber wenn Sie 2000 Seiten Papier da reinpacken müssen, ist der Safe allein schon mit Ihren Aktien voll. Ja? Man will also dem Aktionär den Papieraufwand ersparen. Als ich noch jung war, war es so, dass die Gesellschaft in der Tat Einzelaktien ausgab. Also solche Dinge, wie Sie eben gesehen haben, eine Aktie über 1 Euro. Und davon gab es dann 10 Millionen. Es gab 10 Millionen Papiere und darauf hat dieses Papier repräsentiert 1 Euro. Und wenn Sie dann eine Aktien verkauft an der Börse, dann kam der große Gabelstapler und fuhr die Aktien einmal von Ihrem Depot rüber zum anderen Depot. Oder wenn Sie halt verkauft eine bei einer anderen Bank war, musste halt dann der Geldtransporter kommen und transportierte Ihre Aktien im Geldtransporter zur nächsten Bank. Sie können sich praktisch vorstellen, das hat die Kosten etwas in die Höhe getrieben, weil man ständig irgendwelche Gabelstapler und Geldtransporter transportieren musste. Deshalb
haben heute die meisten Aktiengesellschaften sogenannte Globalurkunden. Eine Globalurkunde ist eine Sammelaktie, wo alle Aktien insgesamt auf einem Papier verbrieft sind. Es gibt also nur eine einzige Aktie und die wird zentral verwahrt. Ja? Jetzt, wenn Sie ganz genau aufgepasst haben, ist das auf den ersten Blick gar nicht so unproblematisch. Denn wer gilt als Aktionär? Auch bei der Sammelaktie, genau wie bei der Einzelaktie? Ja, der Inhaber des Papiers. Der Inhaber des Papiers. Und wenn Sie eine Aktie haben, wo alle Rechte drauf sind, dann ist wer theoretisch der Berechtigte? Der Inhaber dieser einen Aktie. Ja, der Inhaber dieser einen Aktie. Und jetzt müssen wir mal ganz kurz einen Blick ins Sachenrecht werfen. Was kann man denn da machen? Wer ist der Inhaber? Wer ist Inhaber dieses Papiers? Was jetzt kein Papier ist, weil es nur eine Folie ist. Aber wenn es ein Papier wäre. Wäre der Dieb Inhaber des Papiers? Der Räuber, der Ihnen das entreißt? Wenn Sie sagen, es ist der Inhaber? Sie haben eben unklaren Sitzer gesagt. Ich habe eben unklaren Sitzer gesagt, ja. Das würden Sie jetzt auch machen. Wäre das sinnvoll? Achso, nee, Inhaberschaft ist berechtigt. Ja. Wer ist denn berechtigt? Sie haben das vielleicht gelernt im Sachenrecht. Wie wird man der Inhaber eines Wertpapiers? Bei einem Wertpapier, das ist ja ein Inhaber. Das ist ein Inhaberpapier. Ein Inhaberpapier. Das Recht am Papier folgt dem Recht aus dem Papier, ist gerade nicht bei Inhaberpapieren, sondern es gilt das Recht aus dem Papier, folgt dem Recht am Papier. Das heißt, wie übertragen Sie das? Das ist nicht schwierig. Wie übertragen Sie eine Aktie? Ja, Einigung und Übergabe 29 BGB, kennen Sie alle. Es gibt eine Besonderheit, die Sie vielleicht nie so bewusst wahrgenommen haben, 935 Absatz 2, man kann Aktien auch vom Dieb erwerben, es gibt kein Abhandenkommen bei Inhaberpapieren. Warum ist das so, dass es kein Abhandenkommen bei Inhaberpapieren gibt? Warum macht man das? Nur so Sachenrecht? Ja, natürlich, man will die Verkehrsfähigkeit optimieren, man will nicht, dass die Leute jedes Mal, wenn sie eine Aktie kaufen, überlegen müssen, ist die vielleicht geklaut oder hat der Vorvorgänger sie betrogen oder irgendwas. Aktien kann man einfach so erwerben. Gut, wenn wir schon dabei sind, jetzt haben wir diese Globalurkunde. Was kann man machen, wenn es nicht auf den Besitz, sondern aufs Eigentum ankommt? Wie machen wir es dann richtig? Was kann man machen, wenn man nur eine Aktie hat, ein Papier, aber man hat 100 Aktionäre oder 1000 Aktionäre? Wie würden Sie das sachenrechtlich konstruieren nach BGB? Ja. Sie begründen Miteigentum nach 929 Satz 1, 39 BGB durch Begründung eines Besitzmittlungsverhältnisses. Das heißt, es gibt diese eine Aktie und jeder einzelne Aktionär ist Miteigentümer und gleichzeitig mittelbarer Mitbesitzer. Unmittelbarer Besitzer ist nur derjenige, der das Papier hat. Das Risiko liegt auch auf der Hand. Der kann natürlich seine Aktie verkaufen und sagen, hier, du kriegst alle Aktien der Deutschen Bank AG. Und wenn der Erwerber gutgläubig ist, wird er dann halt Alleinaktionär. Gut, dann haben wir noch dieses tolle Dokument. Das ist ganz interessant. Das ist jetzt von BMW und da steht jetzt 20 Vorzugsaktien zu 50 Deutsche Mark. Warum steht denn da Vorzugsaktien? Sind das die Aktionäre, die so einen Polstersessel kriegen oder jedes Jahr ein neues Auto und die besonders freundlich behandelt werden vom Chef, weil die bevorzugt werden? Was ist denn ein Vorzugsaktionär? Kennen Sie das? Kuschelaktionär, können wir auch sagen. Vorzugsaktien sind Aktien ohne Stimmrecht? Ja. Vorzugsaktien sind Aktien ohne Stimmrecht. Jetzt sagen Sie, warum sind das denn dann Vorzugsaktien, eher Schlechterstellungsaktien? Weil meist damit andere Rechte verbunden sind, die meisten höhere Dividende. Ja,
Die Vorzugsaktionäre haben ein Recht auf einen finanziellen Vorzug. Das heißt, bevor die anderen Dividende kriegen, kriegen die erstmal bevorzugt einen festen Betrag ausgezahlt. Die kriegen also sozusagen eine Art Abfindung dafür, dass sie nicht abstimmen dürfen. Ja? Also die verzichten auf ihr Stimmrecht dafür, dass sie mehr Geld kriegen. Was meinen Sie, für welche Aktien zahlen Sie an der Börse mehr? Die Aktien, die einen Vorzug haben, das heißt, wo sie mehr Dividende kriegen, oder die Aktien, die Stimmrechtsaktien sind, das heißt, wo sie abstimmen dürfen, aber weniger Dividende kriegen? Das ist abhängig vom Unternehmen, also je nachdem, ob das ein dividendenstarkes Unternehmen ist oder nicht. Jein. Es ist in der Tat abhängig vom Unternehmen, aber es kommt nicht unbedingt auf die Dividendenstärke an, lustigerweise. Auch bei Unternehmen wie Telekom, die als dividendenstark gelten, sind die Vorzugsaktien deutlich weniger wert. Vielleicht kommt es auf die Stabilität des Unternehmens an. Wenn es nicht anfällig für Übernahmen ist, dann bringt mir das Stimmrecht nicht so viel. Dann ist die Vorzugsaktie kommen. Ja, es kommt darauf an, wie starke Aktionärsblöcke bestehen. Wenn Sie die Option haben, das Unternehmen zu kaufen, ist die Stimmrechtsaktie immer mehr wert. Das heißt, wenn ein Großteil der Aktien Streubesitz ist oder auf dem Markt aktiv gehandelt wird, besteht eine hohe Chance, dass Sie Dinger zur Übernahme erwerben. Und allein die Möglichkeit, dass jemand die Kontrolle erwirbt, steigert den Wert. Macht ist mehr wert als Geld. Demgegenüber ist die Dividendenstärke gar nicht so entscheidend, weil man sagt, erstens kann die sich ändern von Jahr zu Jahr und zweitens sind sie immer noch davon abhängig, dass überhaupt Gewinne gemacht werden, was sozusagen in der Hand der Stimmrechtsaktionäre liegt. Wenn die sozusagen schlechten Vorstand haben, dann leiden sie auch darunter. Ja, sie machen sie also abhängig. Die werden zum Sklaven der Mehrheit. Gut. Aktie kommt vom lateinischen actio, wie ich gelernt habe. Das wusste ich vorher auch nicht. Actio, für alle, die römisches Recht mit Herrn Schemal gelernt haben, ist der Klageanspruch. Sie wissen, das Aktionensystem im römischen Recht. Man konnte nicht einfach jedes Recht einklagen, man musste gucken, welche Klageart passt und alles ganz schwierig. Das Wort Actio wurde dann in den Niederlanden und hier in den mitteldeutschen Räumen zum Wort Aktie. Ja, Sie sehen, leichte Verstümmelung des Wortes. Und das heißt nichts anderes als Anspruch. Und dann im Laufe der Jahre wurde aus Anspruch im Allgemeinen der Dividendenanspruch. Und dann wurde daraus das moderne Wort Aktie, was eben zunächst mal nur den Dividendenanspruch erfasste, heute aber drei Bedeutungen hat. Zunächst mal heißt Aktie Mitgliedschaft. Das heißt, wie viele Mitglieder hat die AG? So viele, wie sie Aktionäre hat. Welche Stimmrechte habe ich? Richtet sich nach der Zahl der Aktien. Welche Dividenden kriege ich? Richtet sich nach der Zahl der Aktien. Das ist die Mitgliedschaft. Wer 100 Aktien hat, hat 100 Stimmen. Das ist Aktie als Mitgliedschaft. Zum Zweiten ist die Aktie ein Wertpapier, das sind die Dinger, die wir eben gesehen haben. Das heißt, das Papier heißt auch Aktie. Nicht nur die abstrakte Mitgliedschaft, sondern auch das Dokument. Und schließlich heißt Aktie auch Anteil am Grundkapital. Das heißt, welche Quote ich habe, kann ich anhand meiner Aktien ermitteln. Ich messe nämlich einfach nur Nennwert der Aktien geteilt durch Grundkapital. Oder Zahl der Stücke geteilt durch Gesamtzahl der Stücke und schon habe ich meine Quote, den Bruchteil. Für alle, die Fremdsprachen begeistert sind, der Begriff Aktie hat sich insbesondere im romanischen Raum durchgesetzt. Auf Italienisch heißt es Azione, auf Französisch heißt es Action, auf Spanisch heißt es auch Action. Das heißt, der Begriff kommt auch in anderen Sprachen vor, lustigerweise nicht im englischsprachigen Raum. Im englischsprachigen Raum heißt es nämlich Share. Warum auch immer. Ja? Gut. Das war der erste Teil. Was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, Aktie hat drei Bedeutungen. Toll. Gucken wir mal weiter. Warum machen Sie hier Aktienrecht? Weil Sie alle reich und berühmt werden wollen. Denn Aktienrecht ist das Gebiet, mit dem man hinterher in der Großkanzlei die Millionen Euro machen kann. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, wie viele Aktiengesellschaften haben wir? Ich habe hier nicht Millionen oder Tausende, sondern das sind exakt die abschließende Anzahl an Aktiengesellschaften. Sie sehen, 1960 gab es insgesamt 2627 Aktiengesellschaften in Deutschland. Momentan sind wir immerhin auf 15.130.
Was vielen aber Sorgen macht, ist dieser Knick. Wir hatten 2010 schon mal 17.552. Das heißt, wir haben hier locker mal 2.000 abgehängt, die jetzt nicht mehr mit dabei sind. Sie sehen also, die Zahl der Aktiengesellschaften ist hier groß gestiegen zwischen 95 und 2000. Danach immer wieder mal ein bisschen bergauf und bergab. Wenn es aber insgesamt nur 15.000 Aktiengesellschaften gibt, können Sie sich auch merken, sind das nicht viele. Wie viele GmbHs gibt es ungefähr? Was schätzen Sie? 100.000? 200.000? 30.000? 500.000? Schätzen Sie mal? 1,2 Millionen sind momentan. Das heißt, GmbHs haben wir deutlich mehr als Aktiengesellschaften. Trotzdem haben wir jede Menge große Kommentare und kleine Kommentare. Sie wissen, wunderbarer Kommentar Hüffer Koch, sollten Sie lesen, hat Herr Koch alles geschrieben. Herr Koch schläft schon gar nicht mehr, sondern kommentiert nur noch Aktiengesetz. Wie kommt das? Vielleicht, weil jeder deutsche Aktionär ist, weil Aktienbesitz so total in ist. Könnte man meinen, Deutschland hat 80 Millionen Einwohner. Von den 80 Millionen Einwohnern sind 4 Millionen Aktionäre. Das ist nicht viel. Das sind, brutal ausgedrückt, nicht mal 10%, sondern gerade mal 5%. Ja? Erstaunen Sie. Das heißt, von 20 Leuten finden Sie einen Aktionär. Auch diese Zahl hatte Höhenflüge, wie Sie sehen, im Jahr 2000 und dann Einbrüche. Wo kommen diese ganzen Einbrüche her? Wo sind die ganzen Aktionäre hin? Also ich würde mal vermuten, dass das viel mit dem neuen Markt auch zusammenhängt, der ja dafür gesorgt hat, dass Aktien in Deutschland nicht mehr so ein beliebtes Anlagemittel waren, weil ja viele Firmen pleite gegangen sind, also insolvent gegangen sind im Rahmen des neuen Marktes und das Vertrauen in den Markt verloren haben. Ja, in der Tat. Der Markt ist komplett zusammengebrochen nach dem neuen Markt. Die Leute haben gesagt, cool, Internet, Multimedia, Highspeed, Technologie, so 2000 habe ich alles gegeben. Da hat jeder gesagt, ja, ich mache jetzt im Internet was ganz Tolles mit Multimedia, Streaming, Internet, Online, Spezialist. Und alle haben gesagt, cool, wie viel Geld willst du? Ich gebe dir sofort mein ganzes Geld. Und kaum zu glauben, die meisten von denen sind pleite gegangen. Die meisten von diesen tollen Hightech-Unternehmen, von denen ich jemals gehört habe. Traurig, aber wahr. Und daraufhin haben die Deutschen nicht einfach gesagt, okay, dann investieren wir in andere Unternehmen, sondern die haben schlicht gesagt, dann halt nicht. So ist man halt. Einmal auf die Nase geflogen, danach nie mehr in Aktien investiert. Das heißt, Aktienrecht ist auch nur sehr eingeschränkt das Recht der kleinen Aktionäre. Also von Opa und Oma, die alles in Aktien investiert haben. Wenn es aber weder die Zahl der Aktiengesellschaften ist, noch die Zahl der Aktionäre, warum kann uns das noch interessieren? Das sagt uns diese tolle Statistik. Die größten deutschen Unternehmen hat die Monopolkommission analysiert in ihrem Hauptgutachten mit Herrn Zimmer damals noch, jetzt ja nicht mehr. Und sie haben festgestellt, 59% der 100 größten deutschen Unternehmen sind in der Form der AG organisiert. Was Sie hier auch sehen ist, wir haben in Deutschland 4% Vereine, Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, das heißt Versicherungen sind groß. Und was ganz lustig ist, 4% sind als Anstalt des öffentlichen Rechts organisiert. Das sind so Sachen wie Sparkassen und ähnliches. Die sind dann öffentlich-rechtlich. Das heißt, auch die Örechtler haben einen erheblichen Anteil an den großen deutschen Unternehmen. Trotzdem, wenn Sie Aktienrecht haben, dann wissen Sie, Sie schwimmen bei den ganz Großen mit. Ja? Alle großen Namen sind Ihre, wenn Sie hier Aktienrecht gelernt haben. Also Sie können da stolz sein und sagen, das bringt was. Außerdem, Aktienrecht ist das Gebiet, was die EU noch am meisten interessiert. Die EU hat nur bedingt Interesse am kleinen Mittelstand, da scheitern die Vorhaben immer. Aber die EU macht gerne Richtlinien für Aktiengesellschaften. Gerade jetzt haben wir demnächst die Umsetzung der neuen Aktionärsrechte-Richtlinie. Ansonsten haben wir auch die Finanzverfassung der AG harmonisiert. Hier lernen Sie quasi lebendes Europarecht. Endlich mal die EU quasi direkt vor der Haustür. Also Aktienrecht, tolles Thema. Ökonomisch habe ich Ihnen dieses tolle Bild gemalt. Was will Ihnen das Bild sagen?
Es gibt viele kleine Menschen da oben links in der Ecke. Und diese Menschen haben alle nicht viel Geld, aber nicht unerhebliche Beträge. Sagen wir, jeder von denen hat 100.000 Euro. Und jeder von denen gibt seine 100.000 Euro in diesen Wolkenpool Aktiengesellschaft und darf sie nicht mehr zurückverlangen. Das Geld ist also futsch. Was er aber machen kann, ist, er kann seine Aktie jederzeit weiterverkaufen. Wenn er also jemanden findet, der bereit ist, für die Aktie mindestens das zu bezahlen, was er selber schon reingetan hat, hat er eine leichte Option, da wieder rauszugehen und das Ganze wieder zu Geld zu machen. Praktische Bedeutung hat das insbesondere im Venture-Capital-Bereich. Venture Capital kennen Sie vielleicht alle, das heißt, Sie haben ein kleines, junges Unternehmen, die dringend Geld brauchen und dann kommt der reiche Onkel Dagobert und sagt, passt auf, ich kaufe die Hälfte eurer Anteile und dafür kriegt er von mir jetzt 1 Million. Wenn Sie das nicht kennen, das kommt jeden Dienstagabend auf Fox, heißt Höhle der Löwen. Ja, da kommen die Leute immer und sagen, ich habe hier erfunden eine Unterhose, die immer sich selber reinigt. Und dann sagen die, da investiere ich und kaufe 30% der Anteile. Und dann, wenn das Unternehmen gut läuft, verkauft man diese Anteile halt wieder an der Börse und wird dadurch reich. So läuft das. Tolle Sache, brillant. Die Aktiengesellschaft ist aber immer schon kritisiert worden, unter anderem von Linksradikalen und von Leuten, die mehr links sind, so wie Bertolt Brecht. Aber, und das ist jetzt faszinierend, auch von Adam Smith. Jetzt fragen Sie sich, wer ist Adam Smith? Weiß jemand, wer Adam Smith ist? Klingt irgendwie so wie Arnold Schwarzenegger, aber der ist es nicht. Wer ist Adam Smith? Wer hat in der Schule so wie gehabt? Keiner. In der Tat, The Wealth of Nations, einer der Grundlagenwerke der modernen Volkswirtschaftslehre, wo er gesagt hat, wo kommt eigentlich das Geld her? Und was er geschrieben hat, ist, private Unternehmen werden immer Fahrlässigkeit und Verschwendung fördern, denn das Management riskiert ja nicht sein eigenes Geld, sondern das Geld anderer Leute. Eine Aktiengesellschaft wird immer unterlegen sein dem kleinen Unternehmer, der mit seinem gesamten Privatvermögen in der Sache drin hängt, weil mit Geld anderen Leute gehen halt schlampig um. Die wissen das, wenn ich ihnen was leihe, dann behandle ich es auch schlampig. Sah das WGB ja sogar ausdrücklich, dürfen sie. Ja? Also Schlamperei ist an der Tagesordnung. Deshalb, sagt Adam Smith, sollte ein schlauer Staat lieber das selbstständige Unternehmertum fördern und nicht so sehr auf diese dubiosen Aktiengesellschaften setzen. Nun müssen Sie wissen, Adam Smith ist schon etwas älter, 1776, also zu der Zeit mag das so gewesen sein. Heute sind die Aktiengesellschaften nicht mehr wegzudenken. Kommen wir zu unserem dritten Punkt. Was macht die AG zur AG? Und dazu unser erster dramatischer Fall. Stellen Sie sich vor, es gibt den A. Und der A hat eine brillante Idee, er möchte nämlich ein Internetportal machen. Und auf diesem Internetportal sollen Leute sich treffen, jetzt passen Sie auf, die miteinander kochen. Denn er hat festgestellt, gerade in Studentenkreisen ist es so, dass wenn man alleine ist und man kocht einen großen Topf Nudeln, man die Hälfte wegschmeißen muss und das ist viel zu teuer. Und deshalb soll dieses Ganze wie so eine Dating-App funktionieren. Dann sagt man, okay, heute Spaghetti Bolognese, wer kocht mit mir? Und dann trifft man sich und vernetzt sich und das ist ganz toll. Und jetzt kommt er zu Ihnen und will jetzt nicht wissen, was eine sinnvolle App ist oder eine unsinnige App ist. Dann möchte ich von Ihnen wissen, wie wäre es, soll ich nicht eine AG gründen? Was würden Sie ihm dann so sagen? Mach mal. Versuch doch mal. Was würden Sie ihm sagen? Man müsste erst mal prüfen, wie groß seine App jetzt bereits tatsächlich ist. Welche ja, noch nicht, das kommt erst noch. Ja gut, dann müsste man ihm zunächst mal sagen, dass er ein Grundkapital für eine Aktiengesellschaft braucht und dass es sehr kostenintensiv ist, eine Aktiengesellschaft erstmal zu gründen, auch an den Markt zu bringen, dass das dann erstmal keinen Sinn macht. Aha, Sie sagen, es macht keinen Sinn, weil er braucht ein Grundkapital und er muss das Ganze an den Markt bringen. Wie ist das denn so? Gucken wir mal ins Gesetz. Was brauchen Sie denn für ein Grundkapital für eine Aktiengesellschaft? 50.000 Euro. Müssen Sie diese 50.000 Euro so
auf den Tisch legen und sagen, hier, das ist der Geldkoffer. Nein, also wenn die App jetzt gut funktionieren würde, deswegen meine erste Frage, oder Aussichten hat, sehr gut zu funktionieren, dann könnte man halt wiederum überlegen, über Venture Capital oder Business Angels halt dieses Geld zu akquirieren oder beim Fundraising und dann halt so auf Umwegen dann die Aktiengesellschaft zu... Ja, also das heißt, die gehen mit dem Klingelbeutel um und sagen, hier, ich brauche nochmal einen Euro, wer von Ihnen gibt mir einen Euro, damit ich eine AG gründen kann, und wenn ich auf 50.000 komme, dann gründen Sie, und wenn ich auf 49.900 komme, dann sagen Sie, ja, tut mir leid, dann gehe ich halt einen trinken. Ja, man kann da zunächst auch eine andere Gesellschaftsform wählen und bis das Stammkapital generiert ist, mit der Gründung warten oder versuchen, über Darlehen könnte man versuchen, das Geld zu akquirieren. Ja, Sie können eine andere Gesellschaft gründen und dann umwandeln, das ist natürlich immer ein bisschen umständlich. Wie viel Geld brauchen Sie denn für die Eintragung einer Aktiengesellschaft? Gucken wir mal ins Gesetz. Ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung. Für die Eintragung einer Aktiengesellschaft. Also 50.000 ist zwar das Grundkapital, nach 36a muss nur ein Viertel eingezahlt sein, wenn es bei Bareinlagen ist. Ja, nach 36a müssen Sie bei Bareinlagen nur ein Viertel von 50.000 einzahlen. Wie viel ist ein Viertel von 50.000? Das ist die Rechenfrage. 12.500. Gut. Wie viel müssen Sie für eine GmbH einzahlen? Nur mal so als Test. Auch das. Wie viel ist das Mindeststammkapital bei einer GmbH? 25.000. Ein Viertel von 25.000 sind? Warum brauchen wir denn da die Hälfte? Das behaupten Sie jetzt so. Warum brauchen wir bei der GmbH die Hälfte und nicht nur ein Viertel? Ist das so? Wir haben ja keine Vorlesung GmbH-Recht jetzt hier, aber das ist wohl eine interessante Frage. Also weil ich ja nicht nur Bareinlagen brauche für die GmbH, um diesen Betrag zu erreichen. Sondern Teil kann ja auch in anderen Werten. Ja, ist bei der AG ausgeschlossen. Müssen Sie bei der AG immer alles in Cash zahlen. AG geht nur mit Cash, GmbH können Sie auch Ihr Auto reinpacken. Nein, ich sehe gerade selber nach 36 Jahren, dass zwei sind Sacheinlagen auch möglich. Ja, auch Sacheinlagen sind möglich. Also das ist kein Unterschied. Aber zurück zu unserer Frage, warum müssen Sie bei der GmbH die Hälfte einzahlen? Ja, Sie müssen auf jeden Anteil nur ein Viertel einzahlen, aber Sie müssen die Hälfte von was? Ja? Des gesetzlichen Mindestkapitals. Wo ist der Unterschied? Nur mal so als Test. Was könnt ihr nämlich machen bei einer GmbH, theoretisch? Müssen Sie immer nur 25.000 Stammkapital haben? Ja, Sie können einen beliebigen Betrag, das eine ist die Untergrenze, Sie können auch drüber gehen. Also, bei der GmbH und der AG, wenn Sie Bareinlagen machen, müssen Sie exakt das gleiche bezahlen. Die Bareinlage ist kein Unterschied. Die ist in beiden Fällen 12.500 mindestens. Sie können höher gehen, das ist aber Ihre Entscheidung. Aber für unter 12.500 kriegen Sie keine GmbH. Gut, was ist die Alternative? Wenn Sie keine GmbH kriegen, was können Sie noch machen? Eine UG haftungsbeschränkt nach 5a GmbH-Gesetz. Warum ist die UG haftungsbeschränkt nicht immer der attraktive Weg? Warum ist die bei vielen Unternehmensgründern nicht beliebt? Kostet halt weniger, ist auch gut. Weniger ist mehr. Vielleicht wegen dem Eindruck, dass sie bei anderen Unternehmen drin ist. Also die wissen ja, dass es nur 1 Euro als ja, bezahlt worden ist. Deswegen. Sie kriegen bei den anderen Unternehmen keinen guten Eindruck. Und zwar, welche Unternehmen sind Ihnen da insbesondere wichtig, wo Sie einen guten Eindruck machen wollen? Banken und Lieferanten. Das heißt, die Leute, die Ihnen Geldkredit oder Warenkredit liefern. Wer Ihnen also Waren liefert auf Rechnung, der möchte im Zweifel irgendeine Sicherheit haben. Und da Sie die positiv beeindrucken wollen,
ist die UGH-Haftungsbeschränkung für viele Unternehmen nicht so attraktiv. Also, wenn Sie sozusagen GmbH und UG, wenn Sie GmbH und AG haben, wenn Sie eine Bargründung machen, zahlen Sie exakt das Gleiche. Das macht keinen Unterschied. Das kann also kein ausschlaggebendes Argument gegen die Aktiengesellschaft sein. Trotzdem haben wir eben gesehen, 1 Million GmbHs und nur ein paar tausend AGs. Muss also einen anderen Grund haben. Es kann nicht darum gehen, wie viel Geld Sie bei der Gründung zahlen müssen. Und falls Sie auf die Idee kommen, die Notargebühren sind zwar ein bisschen höher, da bewegen wir uns aber bei 50 bis 100 Euro, das ist Peanuts. Das stecken Sie so weg. Was kann noch gegen die AG sprechen? Das ist auch strukturell komplizierter, würde ich sagen. Das ist ein Aufsichtsrat, der eine Vorstandsgruppe macht, zwingend, weil er die Mehrheit nicht. Ja, in der Tat, Sie brauchen mehr Leute für die Organe. Gucken wir mal ins Gesetz, wo steht was über Aufsichtsrat? Wie viele Leute müssen im Aufsichtsrat sitzen? Das Schöne im Aktiengesetz ist, es hat amtliche Überschriften. Das heißt, man kann an der Überschrift sehen, worum es geht. Aktiengesellschaft. Wie viele Aufsichtsratsmitglieder muss man haben? Mindestens drei. Gut, dann haben Sie drei Leute. Jetzt braucht die AG aber nicht nur einen Aufsichtsrat, sondern auch einen Vorstand. Wie viele Leute muss der Vorstand mindestens haben? Einer. Können das denn dieselben sein? Dann haben Sie immer noch nur drei. Kann ich also sagen, der Vorstand ist auch im Aufsichtsrat? Passt. Eine Aufsichtsrat überwacht den Vorstand, das heißt, Personenidentität muss ausgeschlossen. Ja, 100 Absatz 1, Vorstand und Aufsichtsrat müssen personenverschieden sein. Wer im Aufsichtsrat sitzt, kann nicht gleichzeitig im Vorstand sein und umgekehrt. Das heißt, wie viele Freunde braucht man, um eine AG aktiv zu betreiben? Freunde, wie gesagt. Vier. Das übersieht eine Sache. Wenn Sie eine AG gründen, wer ist auf jeden Fall dabei? Eine Trickfrage. Ja, Sie brauchen nur drei Freunde, weil Sie sind ja selber dabei. Das heißt, selber machen Sie den Vorstand und Ihre drei Freunde sagen immer nur, yes, du bist ein cooler Typ, die jubeln Ihnen immer zu. Jetzt müssen irgendwelche Fachleute für den Aufsichtsrat holen, so muss dann jetzt Professor Koch gefragt werden, damit da wirklich jemand sitzt, der Ahnung hat? Oder können Sie hier auch irgendeinen aus der Unterführung vom Hauptbahnhof nehmen? Geht das? Kann man einfach jemanden nehmen, so von der Straße? Irgendeinen? Irgendeinen Deppen? Für den Aufsichtsrat? Ihren Fanclub? Oder Mama, Papa, Geschwister? Eheleute. Geht das? Welche Qualifikation braucht man für so einen Aufsichtsrat? Wer kann denn da rein? Jeder Hinz und Kunz? Ich glaube schon, und es ist ja auch gerade im Aufsichtsrat, haben wir sogar erwünscht, dass es eben Fachkunde wird. Ja. Und muss man nicht mindestens fähig sein, seine Aufsichtsfunktion zu erfüllen, also über ein gewisses Maß an Überblick und Intelligenz verfügen? Ja, man muss natürlich geschäftsfähig sein. Ja, Sie müssen 18 Jahre alt sein und nicht geisteskrank. Außerdem, bestimmte Vorstrafen sind auch schlecht, aber grundsätzlich müssen Sie keine Qualifikation haben. Aufsichtsrat kann jeder Mensch werden. Ja? Das heißt, der Aufsichtsrat wird Ihnen auch kein großer Hemmschuh sein, außer Sie sind ein Mensch, der keine drei Freunde hat. Wer von Ihnen hat keine drei Freunde? Jetzt traut sich keiner, sich zu melden. Also, das ist auch kein Hindernis. Also, einen Aufsichtsrat finden Sie immer.
Sie sind Alleinaktionär, die drei Freunde sind der Aufsichtsrat und Sie sind einfach auch Vorstand, also Vorstand und Alleinaktionär, das geht. Wunderbare Sache. Das ist also kein Hindernis, das kriegen Sie hin. Drei Freunde sollte jeder haben, die sagen immer, nicken alles ab und sagen, ja, ja, gut, hast gut gemacht, Junge. Ja? Gut. Also das ist auch kein Hindernis. Fällt Ihnen noch was ein? Warum denn kein HG? Warum gibt es so wenig AGs? Das ist doch alles kein Hindernis. Drei Freunde kriegt jeder zusammen. Und wenn Sie mehr als 500 Arbeitnehmer haben, brauchen Sie auch als GmbH einen Aufsichtsrat, dann macht es keinen Unterschied mehr. Also in dem Moment, wo es sozusagen ernst würde, kriegen Sie auch mehr. Offenlegungspflichten, sehr gute Frage. Ist jede Aktiengesellschaft offenlegungspflichtig? Was meinen Sie? Wer legt Sachen offen? Wer von Ihnen liest so Börsenzeitung oder guckt mal so den Börsenticker? Wer steht da nur drin? Nicht nur Börsennotierte, ja. Aber die meisten Pflichten treffen eben nur börsennotierte Unternehmen. Die kapitalmarktorientierten Unternehmen müssen offenlegen über diese Börsenpflichtblätter. Die normale AG muss was offenlegen? Was ist das Einzige, was jede AG, egal wie groß, egal wie klein, egal wie viele Aktionäre, immer offenlegen muss? Das Einzige. Ja, der Jahresabschluss. Und wie ist es bei der GmbH? Kann die GmbH sagen, bei uns bleibt das geheim? Ja, muss auch offenlegen. Also auch das kein Unterschied. Geheimniskrämerei bringt Ihnen auch nichts. Ganz im Gegenteil, bei der GmbH müssen Sie eine Gesellschafterliste im Handelsregister offenlegen. Das heißt, da weiß man sogar, wer dahinter steht. Bei der AG weiß keiner, wer der Aktionär ist. Also bei der AG sind Sie eher noch sozusagen geheim als bei der GmbH. Fällt Ihnen noch was ein? Warum ist die AG so verdammt unbeliebt? Weil sie so unflexibel ist. Das ist der interessante Punkt. Was heißt denn unflexibel? Was meint der Kollege mit unflexibel? Ja, wir haben im Gegensatz zur GmbH eine Satzungsstrecke. Ja. Ja. In der Aktiengesellschaft gibt es einen Paragraphen 23 Absatz 5 Aktiengesetz. Und der sagt, ich darf vom Gesetz nur da abweichen, wo es ausdrücklich erlaubt ist. Also alles, was im Gesetz ist, ist im Zweifel zwingendes Recht. In der GmbH ist es genau umgekehrt. Ich darf immer vom Gesetz abweichen, außer es ist ausdrücklich oder der Logik nach ausnahmsweise mal zwingend. Das sind halt die Kapitalerhaltungsvorschriften und Ähnliches. Alles andere kann ich halt weglassen, sagen, interessiert mich nicht. Sie sehen also, AG ist total inflexibel. Aber warum sollte Sie das interessieren? Warum ist Flexibilität für Sie als Unternehmensgründer vielleicht eine interessante Sache? Warum wollen Sie Flexibilität und sagen nicht, ist doch cool, dass ich hinterher Papiere ausgeben kann mit nackten Frauen drauf? Warum ist die Flexibilität Ihnen mehr wert als das Ausgeben von Wertpapieren? Sind Wertpapiere doof oder was? Warum macht man das nicht? Ist doch viel cooler, so eine Aktie zu haben. Warum? Warum ist die Flexibilität Ihnen als Unternehmensgründer im Normalfall extrem viel wert? Was wollen Sie denn da alles so regeln? Dass man die Kontrolle über sein Unternehmen behalten, dass es in der Aktiengesellschaft schwer ist, dass man gewisse Zustimmung mitnehmen kann, gewisse Entscheidungen mitnehmen kann. Ja, in der Tat, Sie können sich ziemliche Machtpositionen verschaffen. Sie können sagen, ich bin hier der alleinige Chef auf Lebenszeit. Also Sie können so eine Art Monarchie erschaffen und sagen, Geschäftsführer bin ich und meine Erben, das könnte man machen. Wichtiger ist vor allen Dingen, Sie können regeln, wer reinkommt, wer rauskommt, wie Sachen vererbt werden und Ähnliches. Das können Sie alles im Gesellschaftsvertrag reinschreiben. In der AG kann jeder sein Testament machen und keiner hat eine Ahnung, was da passiert. Das heißt, die AG schützt nicht vor Überfremdung. Wenn Sie also nicht Alleinaktionär sind, kann da alles Mögliche passieren. Wenn Sie den Film gesehen haben da, The Social Network, dann wissen Sie, es ist wie bei Facebook, wo dann die bösen Investoren kamen und auf einmal der eine, der vorher mit 30% beteiligt war, immer noch 0,003% hatte, den Film nicht gesehen, schade. Aber Mark Zuckerberg, der Böse. Ja, also
Ganz dramatische Sache. Ja, wenn Sie ein Unternehmen gründen, gucken Sie zunächst mal auf die Haftung. Und Haftung interessiert Sie aus zwei Gesichtspunkten. Einerseits, wie haften die Leute, die investieren, die Gesellschafter? Und andererseits, wie haften die Manager? Die Haftung der Gesellschafter interessiert Sie dann, wenn Sie bloßer Investor sind und nur Geld geben und keine Lust haben, sich da einzumischen. In unserem Fall mit dem Menschen, der sein Internetportal betreiben will, interessiert uns aber durchaus, ob der Geschäftsführer haftet. Denn wenn er drankommt, wenn er schlechte Geschäfte führt, hat er auch wenig Spaß. Das heißt, Sie wollen im Idealfall, dass niemand haftet und im Worst Case halt das Unternehmen vor die Wand fährt, aber eben keine Menschen mit ihrem Privatvermögen haften, sondern Sie weiterhin Ihren Pool, Ihr Flugzeug, Ihr Pferd und Ihren Porsche haben können. Das zweite ist der Einfluss. Einfluss einerseits, wie viel Einfluss haben die Geldgeber? Können Sie die Geschäfte führen, ohne dass Ihnen ständig jemand dazwischen redet? Und Einfluss von möglichen Dritten, die sozusagen mit einer Übernahme aus dem Hintergrund drohen. Sie kennen diese Heuschrecken, die an Unternehmen heimlich erwerben oder alles verscherbeln. Davor haben Sie natürlich auch Angst bei der AG. Das heißt, Angst spielt auch eine große Rolle, Machtbesessenheit. Dann Register und Publizität. Wir haben schon gesehen, für die nicht kapitalmarktorientierte AG und die GmbH macht das keinen großen Unterschied. Ganz im Gegenteil, die GmbH ist derzeit transparenter als die AG. Sie finden also raus, wer dahinter steht. Ganz schlimme Sache. Ein Punkt, den wir hier nur ganz grob anreißen können, ist Besteuerungsfragen. Auch da kann ich Ihnen ganz kurz sagen, Körperschaftssteuer zahlen beide, Gewerbesteuer zahlen beide, macht also keinen Unterschied steuerlich. Finanzierung, bei der AG haben Sie deutlich mehr Optionen. Sie können Wandelschuldverschreibungen ausstellen und alles Mögliche. Werden wir noch sehen in ein paar Wochen. Aber auch da im Wesentlichen haben wir das gebundene Kapital, das haben die beide. Die Übertragung von Anteilen. Wie überträgt man eigentlich GmbH-Geschäftsanteile? Wenn Sie Ihren GmbH-Geschäftsanteil verkaufen und dann übertragen wollen, wie funktioniert das? Sie schließen einen Kaufvertrag. 433 BGB. Beim Abschluss des Kaufvertrages sollten Sie was beachten. Kam übrigens kürzlich bei einer Examensklausur dran, lustigerweise. Böse Falle. Ja, 15.4. Auch der Kaufvertrag muss notariell beurkundet werden. Das heißt, wie beim Grundstückskauf brauchen Sie schon für den Abschluss des schuldrechtlichen Geschäfts einen Notar. Und dann, wie erfüllen Sie diesen Kaufvertrag? Geben Sie dann so den Geschäftsanteil weiter und sagen, hier, dieses Papier gehört dir. Wie überfüllen Sie einen Kaufvertrag über einen GmbH-Geschäftsanteil? Das soll dein sein. Abtretung, 398, 413. Aber was brauchen wir auch für diese Abtretung, wie relativ logisch ist, was brauchen wir dafür? Kann man einfach so sagen, okay, du bist ab sofort neuer Gesellschafter. Drei. 15.3. Es fängt mit dem dinglichen Geschäft an, dann kommt das schuldrechtliche. Also 15.3 muss auch die Übertragung notariell beurkundet werden. Das heißt, Sie brauchen ständig den Notar. Testfrage, wie übertragen Sie denn eine Aktie? Haben wir eben gehabt vor 20 Minuten. Das sollten Sie jetzt wissen. Durch Übergabe und Übereignung nach 929 Satz 1. Was können Sie stattdessen auch noch machen, wenn wir schon bei 929 sind? Kennen Sie alle Sachenrecht? Statt Übergabe kann man auch was machen? Besitzkonstitut, das heißt mittelbaren Besitz begründen. Was können Sie noch machen, wenn Sie die Aktie gar nicht selber vorliegen haben, sondern die, wie im Normalfall, in Ihrem Depot bei der Bank liegt? Abtretung des Herausgabeanspruchs gegen die Bank. Also kennen Sie alles 929, 930, 931, ganz normal BGB. Wir werden noch sehen, es gibt eine Alternative, das sind nämlich die Namensaktien. Namensaktien sind lustigerweise keine Namenspapiere, wie wir sehen werden, die heißen nur so. Aber kommen wir später zu. Ja? Also was ist einfacher, einen Geschäftsanteil zu übertragen oder eine Aktie zu übertragen? Eine Aktie übertragen. Sie brauchen überhaupt keinen Notar.
Der Kaufvertrag kann konkludent geschlossen werden, mündlich, schriftlich, wie auch immer. Und die Übertragung erfolgt ganz normal nach BGB, das heißt, indem sie das Papier rübergeben und sich einig sind, dass er Eigentümer werden soll. Also Aktie leichter übertragbar. Dann der Gründungs- und Betriebsaufwand. Was meine ich damit? Damit meine ich zum einen, man muss einen Notar bezahlen. Das müssen Sie aber sowohl bei der AG als auch bei der GmbH. Der Notar muss den Gesellschaftsvertrag beurkunden. Das ist wenig spektakulär. Das kriegen wir hin. Macht der Notar es umsonst? Was meinen Sie? Machen Notare irgendwas umsonst? Nur mal so für die Leute, die im Notarrecht Experten sind. Was meinen Sie? Haben Sie den Notar schon mal gesehen, der was umsonst macht? Nein, Notare machen nichts umsonst, die nehmen Gebühren. Kann man darüber verhandeln? Können Sie sagen, okay, pass mal auf, ich gründe jetzt 10 AGs, dann halber Preis. Einverstanden? Massengeschäft. Geht das? Kann man mit Notaren verhandeln? Freier Markt, freie Wirtschaft? Meinen Sie? Anders als bei Zahnärzten, Anwälten, Ärzten und sonstigen, wo es auch so Gebührenordnungen gibt, sind die Gebühren für die Notare zwingend. Die können also nicht darüber gehen und nicht darunter gehen. Der Notar darf nicht sagen, ach, du bist ein bester Kumpel, komm, für dich mache ich es umsonst. Der Notar muss von Ihnen das Geld nehmen. Der ist verpflichtet. Ja? Notare sind ganz arme Leute. Und diese Notargebühren sind interessanterweise so, dass sie sich nach dem Gegenstandswert berechnen. Ja? Das heißt, wenn Sie eine Gesellschaft gründen mit einem Grundkapital von 100 Millionen, zahlen Sie mehr Gebühren, als wenn Sie eine gründen mit einem Grundkapital von 50.000. Ja? Die Rechtsform spielt aber keine Rolle. Also wenn Sie eine GmbH mit 1 Million gründen, kostet es genauso viel wie eine AG mit 1 Million. Eine Rolle spielt nur die 25.000, dadurch kommen Sie halt eine Gebührenstufe drunter. Toll, kaufen Sie mal ein Grundstück, wenn der Notar ist recht reich mit. So. Der Gründungsaufwand ist im Wesentlichen gleich. Sie brauchen bei beiden Fällen den Notar, Sie brauchen in beiden Fällen das Registergericht. Sie sind nur eine Gebührenstufe drunter, weil Sie eben nicht auf 50.000 müssen bei der GmbH, sondern nur auf 25.000. Sobald Sie ein höheres Grundkapital haben, sind es gleich. Der Betriebsaufwand, Sie haben halt den Aufsichtsrat, müssen Sie dem Aufsichtsrat Geld bezahlen dafür? Kriegt ein Aufsichtsrat automatisch Geld? Was meinen Sie? Hat der Aufsichtsrat Anspruch auf ein Gehalt? Heutzutage, in den Zeiten des Kapitalismus, kriegen dann Mama, Oma und Ähnliche ein Gehalt. Die sie beaufsichtigen. Geld hat man zu haben. Kostet das Geld, einen Aufsichtsrat zu haben? Wenn man bleibt, steht, kann eine Vergütung gewährt werden, es muss aber nicht. Das heißt, man kann nicht. Ja, wie können wir denen sagen, hör mal, machst du es umsonst, dann sagen die ja, dann sind die kostenlos. Muss der Vorstand ein Gehalt kriegen? Zeiten des Kapitalismus müssen Vorstände ein Gehalt kriegen. Kennen das Steve Jobs? $1. Für $1 hat der Mann gearbeitet. Ja? Sonst hier, I need a dollar oder sowas. Steve Jobs hat dafür bei Apple gearbeitet. Und ein Flugzeug und ein Haus und ein Auto, aber $1. Und dann ist er gestorben. Hätte er mal mehr Geld verdient. Wobei der Organhandel bei ihm halt nicht funktioniert hat. So. Muss der Vorstand Geld kriegen? Gucken wir ins Gesetz. Ja. Also in 87 stehen Grundsätze für die Bezüge der Vorstandsmitglieder.
Ja. Der Aufsichtsrat darüber entscheiden muss, wie viel der jeweilige Vorstand im Verhältnis, die Bezüge müssen im angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben und Leistungen stehen. Also ich denke mal, der Vorstand muss vergütet werden. Ja. In der Tat sagen wir, ein Vorstand ist grundsätzlich jemand, der ein Anstellungsverhältnis hat. Das heißt, grundsätzlich kriegt er eine Vergütung, aber ausnahmsweise kann man auch darauf verzichten, selbstverständlich. Das heißt, er hat einen Anspruch, aber er muss ihn halt nicht geltend machen. Die Aufsichtsratsmitglieder haben noch nicht mal einen Anspruch. Das heißt, selbst wenn die Geld haben wollen und sagen, gib mir Geld, kann man sagen, nö, du nicht. Dann sucht er halt einen anderen, dann fliegst du raus. Beim Vorstand gibt es einen Anspruch auf Geld, das heißt, wenn er nicht verzichtet, kriegt er auch Geld. Und hinterher kann man darüber streiten, ob es angemessen war, da kann man noch ein bisschen was raushandeln. Zusammengefasst, der Betriebsaufwand einer AG ist, wenn Sie wirklich Ihre drei Freunde für den Aufsichtsrat haben, nicht höher als bei der GmbH. Sie zahlen pro Jahr ungefähr den gleichen Betrag. Ja? Das heißt, der Aufwand, eine AG in Betrieb zu halten, ist nicht höher als bei der GmbH. Wenn Sie aber keine Aktien verkaufen wollen, ist die AG ziemlich unnütz. Gut. Um mal wieder einen Blick ins Gesetz zu werfen, Paragraph 1, die Aktiengesellschaft ist eine Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit. Was bedeutet das? Relativ offensichtlich, die AG ist eine juristische Person. Dann Satz 2, das war dem Gesetzgeber auch wichtig, für die Verbindlichkeiten haftet den Gläubigern nur das Gesellschaftsvermögen. Im GmbH-Gesetz finden Sie das jetzt in Paragraph 13, hier in der AG ist es ganz prominent vorne dabei. Und schließlich, die AG hat ein in Aktien zerlegtes Grundkapital. Damit hat der Gesetzgeber das Wesen der Aktiengesellschaft beschrieben. Das heißt, wenn Sie einer fragen, was ist eine AG, gucken Sie in Paragraph 1, da stehen die Wesensmerkmale der AG drin. Die AG ist auch ein Verein. Und die Kernfrage, die immer diskutiert wird, ist, inwieweit das Vereinsrecht analog oder unmittelbar anwendbar ist. Unstreitig ist die Anwendbarkeit von 31 BGB. 31 BGB kennen Sie alle, hoffe ich. Ja, wissen Sie, was 31 BGB sagt? Na, nicht wörtlich, aber so grob, was steht da so drin? Ja, der Verein haftet für deliktliche und sonstige Pflichtverletzungen seiner Organe. Das heißt, wenn der Vorstand Mist baut, haftet der Verein. Sehr anschaulich immer, wenn irgendwelche Dealskandale sind oder Korruptionsskandale, dann zahlt das halt die AG. Die interessantere Frage ist dann, was mit anderen Paragraphen außer 31 ist, weil 31 findet auf alle Gesellschaften Anwendung. Wir wenden 31 auch an auf die OHG, auf die GbR, auf die KG, auf die GmbH. Das ist nicht allzu spektakulär. Und eine Norm, für die das diskutiert wird, ist Paragraph 33 Absatz 1 Satz 2 BGB. Was steht da so drin? Steht dahinter in Klammern, aber nur mal zum Nachlesen. Ja. Einstimmigkeit für die Änderung des Vereinszwecks. Was kann das denn bedeuten bei einer AG? Wann ändert eine AG ihren Zweck? Was ist denn der Zweck einer AG? Meistens Gewinnerzielung. Und wodurch kann die ihren Zweck ändern? Was müsste die also tun? Was müsste die Entscheidung sein? Wenn der Zweck Gewinnerzielung ist? Ziemlich offensichtlich. Was muss man tun, wenn man bisher Gewinnerzielung haben wollte und jetzt was anderes? Was kann dann das andere sein? Wir sagen nicht Verluste erwirtschaften, das macht keinen Sinn. Was kann eine AG machen, wenn sie sich entscheidet, wir wollen keine Gewinne mehr machen? Warum sollte sie das tun? Bei Konzernierung mit Gewinnabführungsvertrag. Dummerweise haben wir dafür Spezialregelungen, das heißt, das wäre nicht das entscheidende Argument. Dafür haben wir Spezialregelungen 291 folgende, das wäre nett, aber das passt uns nicht.
wer kann Interesse daran haben, dass AG keinen Gewinn macht? Warum sollte man eine AG gründen, die keinen Gewinn macht? Ist doch blöd, oder? Falls man die übertragen möchte und sozusagen diese als den Gründungsprozess schon sich ersparen möchte und dann später übertragen kann. Ja, die Mantelgesellschaftskonstellation, ich sage, okay, ich will das Ding einfach nur einfrieren und bei Bedarf wieder rausholen. Das ist in der Tat eine Sache, ich stelle alle Geschäfte ein und lasse es einfach so vor sich hin vegetieren und mache einmal im Jahr meinen Jahresabschluss, der sich halt nicht ändert, weil ich keine Gewinne mache und alles läuft so vor sich hin. Das ist eine Variante, wobei das relativ selten vorkommt, dass da irgendjemand gegen ist, weil das klappt immer ganz gut. Stellen Sie sich mal vor, die katholische Kirche erwirbt eine Aktiengesellschaft zu 51% oder zu 75%, die Krankenhäuser betreibt. Was macht die katholische Gesellschaft in ihren katholische Kirche in ihren Krankenhäusern? Waren Sie schon mal im katholischen Krankenhaus? Waren Sie schon mal überhaupt im Krankenhaus? Ich auch nicht, aber gut. Sie wissen, Herr Thüsing ist ein großer Verfechter der katholischen Kirche und gerade vom EuGH wieder, ja, ganz großer Mann, hier, Sie haben Top-Leute, vom Bundesverfassungsgericht hat er schon gewonnen und jetzt nochmal vom EuGH die Nachrunde. Frage, was wird die katholische Kirche tun? Was macht die katholische Kirche mit ihren Krankenhäusern? Anders als zum Beispiel Helios. Kennen Sie Helios? Nein, das ist auch eine Krankenhausgesellschaft. Die betreiben Krankenhäuser. Was meinen Sie? Was tut die katholische Kirche in ihren Krankenhäusern? Beten. Aber kein Gesundbeten. Macht die katholische Kirche mit ihren Krankenhäusern Gewinn? Oder mit ihren Kindergärten? Finanzieren Sie die Sanierung des Kölner Doms, wenn Sie statt in die städtischen Krankenanstalten in ein katholisches Klinikum gehen? Oder, was weiß ich, den neuen Thron vom Papst? Neuer Dienstwagen. Ist das so? Was meinen Sie? Sie als strenggläubige Christen oder Nicht-Christen, was meinen Sie? Sind das alles so Geldmacher? Was sagt uns die Bibel zu diesem Thema? Ja, was denken Sie? Was macht die katholische Kirche? Warum machen die das? Warum betreibt die katholische Kirche Krankenhäuser? Oder Kindergärten? Oder Altersheime? Warum machen die so einen Quatsch? Meinen Sie, die wollen damit Gewinn machen? Kirchensteuer fällt weg, stattdessen machen wir jetzt Geld wie Kindergärten. Was meinen Sie? Ist das so? Was sagt uns die katholische Kirche und die evangelische übrigens auch, für alle, die nicht katholisch sind, ich will ja hier gar nicht so sein. Nächstenliebe, aber sicher. Die sagen, wir tun das aus Nächstenliebe. Und bemerkenswerterweise, die ganzen Krankenanstalten der katholischen Kirche sind Zuschussbetriebe. Die nehmen Geld aus der Kirchensteuer und stecken das in die Krankenversorgung. Umgekehrt, die privaten Krankenhäuser nehmen das Geld der Kranken und verteilen das an die Aktionäre. Ja? Wussten Sie das nicht? Dachten Sie, Krankenhäuser sind alle nett und lieb? Nein, Krankenhäuser machen das für Geld. Jetzt habe ich Ihnen die Illusion genommen. Also privat betriebene Krankenhäuser machen es für Geld, die kirchlichen sind in der Tat Zuschussbetriebe. Die Kirche zieht kein Geld raus, sondern schießt nur Geld nach. Jetzt sagen Sie, oh, ist ja viel besser, gehen nur noch in christliche Krankenhäuser. Die haben andere Probleme, weil wenn Sie Chefarzt sind in einer katholischen Klinik und dann sich trennen von Ihrer Frau und sich scheiden lassen und dann mit einer neuen Frau zusammenziehen, dann verlieren Sie Ihren Job. Und zwar von heute auf morgen. Das ist nämlich nach der Rechtsprechung zulässig, weil das halt zum Glaubensbekenntnis gehört, dass man Ehe auf Lebenszeit schließt und nicht mal neu heiraten darf. Das war vor dem Bundesverfassungsgericht mit Herrn Thüsing. Herr Thüsing hat gewonnen. Also Herr Thüsing hat nicht neu geheiratet, sondern Herr Thüsing hat die katholische Kirche vertreten. So, also da kann es passieren, wenn ein karitativer Verband oder ein sonstiger Interessenverband
die Mehrheit erwirbt, und zwar die Dreiviertelmehrheit, die satzungsändernde Mehrheit, kann der theoretisch die Satzung ändern und reinschreiben, wir versorgen Kranke ohne Gewinnerzielungsabsicht. Oder stellen Sie sich vor, was weiß ich, Greenpeace erwirbt die Mehrheit an Shell. Dann würden die auch sagen, ab sofort gibt es bei uns kein Öl und Benzin mehr, sondern nur noch Blumen. Das wäre vielleicht auch nicht gut. Ja? Ab sofort alle Öltanker sprengen. Das wird verhindert. Wenn auch nur ein einziger Aktionär dagegen ist, gibt es keine Zweckänderung. Dann bleibt es dabei, Gewinnerzielung um jeden Preis. Es geht nicht darum, dass die Geschäftstätigkeit geändert wird. Das Geschäftsfeld kann geändert werden mit Dreiviertelmehrheit. Es geht nur darum, grundlegende Umstrukturierung von Gewinnorientierung auf Nicht-Gewinnorientierung. Und da ist umstritten, ob da Einstimmigkeit erforderlich ist oder eine Dreiviertelmehrheit reicht. Und das BGB sagt klipp und klar, Einstimmigkeit, nicht Dreiviertelmehrheit. Und das Kammergericht hat gesagt, die BGB-Regelung gilt entsprechend. Die Literatur sagt überwiegend eher nicht. Der BGH hat die Frage nicht entscheiden müssen. Dann § 35 BGB, Sonderrechte. Diejenigen, die letztes Semester GmbH-Recht gelernt haben, wissen, was man unter Sonderrechten versteht. Was kann nämlich ein Sonderrecht so sein? Wie kann man jemandem ein Sonderrecht gewähren? Geht das in der Aktiengesellschaft überhaupt? Müssen nicht alle Aktionäre gleich sein? Alle Menschen sind gleich vor dem Gesetz. Ja, in der Tat. Auf den ersten Blick gibt es einen Paragraphen 53a. Gucken Sie da mal rein. Hoffentlich irren Sie jetzt nicht. Was steht da drin? Gleichbehandlung der Aktionäre. Aber welche Einschränkung hat dieser 53a? Wenn Sie den Wortlaut genau lesen, steht da drin, alle Aktionäre sind immer gleich zu behandeln. Dafür müssen die gleichen Voraussetzungen. Ja, unter den gleichen Voraussetzungen. Und wie wir noch sehen werden, ich kann verschiedene Klassen von Aktien haben, die verschiedene Rechte gewähren. Wenn ich nicht börsennotiert bin, kann ich auch mehr Stimmrechte und Höchststimmrechte und sowas haben, also als alte Gesellschaft, als neue Gesellschaft in bestimmten Umständen nicht, werden wir alles sehen. Ich kann also mehr Rechte mit einer Aktie verbieten als mit anderen und dann ist die Frage, kann ich den Leuten diese Rechte nehmen gegen ihren Willen? Drei Viertel sind dafür, derjenige, der betroffen ist, ist dagegen. Geht das? Und die Antwort lautet, das geht natürlich nicht. Da ist man sich auch noch einig. Die Kernfrage ist, geht das um 35 BGB oder geht das aus allgemeinen Treuepflichterwägungen und Ähnlichem. Die wohlherrschende Meinung sagt, das geht nicht übers BGB, sondern das folgt aus dem Aktienrecht. Wie sich das auswirkt, werden wir in 3 bis 4 Wochen lernen. Ja, ein etwas weniger spektakulärer Punkt ist § 3 Aktiengesetz. Die Aktiengesellschaft ist ein Formkaufmann, das heißt, die gilt als Handelsgesellschaft, auch wenn der Zweck nicht im Betrieb eines Handelsgewerbes besteht. Was heißt das? Woher kennen wir das? Auf welchen Paragraphen im HGB nimmt das Bezug? Das ist ja nicht so schwierig. Handelsrecht. Ja, 6 Absatz 1 HGB. Handelsgesellschaften sind immer Kaufleute, das heißt, eine AG muss immer rügen beim Kauf und so weiter und so fort. Ganz kurz noch zur Abgrenzung von anderen Rechtsformen. Abgrenzung Personengesellschaft, Kapitalgesellschaft. In Personengesellschaften haben wir Selbstorganschaft. Was bedeutet Selbstorganschaft? Das ist ja keine intellektuell-anspruchsvolle Sache. Was heißt Selbstorganschaft? Genau. Es muss zwingend so sein,
dass jemand, der mit seinem Privatvermögen unbeschränkt haftet, auch vertretungsbefugt ist und geschäftsführungsbefugt ist. Sie können daneben andere rechtsgeschäftlich bestellen, aber originär muss immer der persönlich Haftende sein. Jetzt steht hier bei der Kapitalgesellschaft Fremdorganschaft zulässig. Heißt das, ich muss jemanden haben, der nicht Gesellschafter ist? Als Vorstand muss ich also automatisch jemanden suchen, der nicht Aktionär ist? Nein. Das heißt, es heißt nur, ich kann mehr Möglichkeiten haben, ich kann jemanden einfach nur anstellen. In der AG kann ich aber genauso gut auch als Alleinaktionär, Alleinvorstand sein. Dann haben wir akzessorische Gesellschafterhaftung, 128 HGB. Demgegenüber bei der Kapitalgesellschaft Haftung der juristischen Person. Wir haben eben gesehen, Paragraph 1, Absatz 1, Satz 2, Aktiengesetz. Dann haben wir hier noch Einstimmigkeitsprinzip, Mehrheitsprinzip. In den Personengesellschaften gilt grundsätzlich, dass grundlegende Angelegenheiten einstimmig beschlossen werden muss. In der AG geht alles mit einfacher Mehrheit, außer Satzungsänderungen, die eine qualifizierte Mehrheit brauchen. Personengesellschaften müssen für die Entstehung nicht im Handelsregister eingetragen werden. Allerdings müssen OHG und KG deklaratorisch eingetragen werden. Welche Bewandtnis hat das vor allen Dingen bei der KG? Was passiert, wenn die KG nicht im Handelsregister eingetragen ist? Wenn ich eine KG gründe und sage, wunderbar, du bist der Kommunitist, ich bin der Komplementär und ich trage es nicht im Handelsregister ein. Ja, nach 176 haftet der Kommanditist unbeschränkt, solange es nicht eingetragen ist. Das heißt, die Eintragung ist schon wichtig. Demgegenüber haben Sie bei einer Personengesellschaft kein Mindestkapital. Selbst der Kommanditist muss seine Einlage nicht erbringen. Der kann auch warten, bis er in Anspruch genommen wird vom Gläubiger oder sonst wie und erst dann zahlen. Demgegenüber bei der AG und der GmbH haben wir dieses Mindestkapital, wir haben eben gesehen, 50.000. Und diese 50.000 dürfen nicht zurückgewährt werden. Relativ unspektakulär. Personengesellschaften steht hier, Anteile sind nicht frei übertragbar, bei den Kapitalgesellschaften dagegen schon. Was meine ich damit, sind nicht frei übertragbar? Wie verkaufe ich meinen Anteil an einer OHG? Brauche ich dafür Notar? Sie sind allein, Sie sind einer von drei Gesellschaften einer OHG und Sie wollen ausscheiden und Ihren Anteil an der OHG verkaufen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich mit der Gesellschaft, also ich trete den ab mit Zustimmung der anderen Gesellschafter, oder ich mache einen Doppelvertrag mit der Gesellschaft und dem neuen. Ja, es gibt zwei denkbare Varianten. Ich trete ab, da sagt man aber, man braucht eine Zustimmung der Gesellschaft. Repräsentiert durch alle Gesellschafter, das heißt auch die beiden anderen müssen zustimmen. Oder ich mache einen Austritt in Verbindung mit einem Beitritt, das heißt, da schließe nur ich mit der Gesellschaft einen Vertrag und der Anteil wird dann quasi neu ausgegeben. Das ist die andere Variante. Bei der AG haben wir eben gesehen, kann ich einfach meine Aktie weitergeben, die anderen werden gar nicht erst gefragt. Gut, das ist relativ unspektakulär. AG und GmbH. In der AG gilt Satzungsstrenge 23 Absatz 5, haben wir eben gesehen. In der GmbH gilt Vertragsfreiheit. In der AG brauche ich ein Mindestgrundkapital von 50.000, in der GmbH ein Mindeststammkapital von 25.000. Ein typischer Fehler ist, dass man diese Ausdrücke verwechselt. In der GmbH heißt es Stammkapital, in der AG heißt es Grundkapital. Ja, warum man das so gemacht hat, hat historische Gründe, interessiert uns hier nicht. In der AG Anteile einfach so übertragbar, 929 Satz 1, in der GmbH sowohl für den schuldrechtlichen Vertrag als auch für dessen Erfüllung Notar erforderlich. Hier nochmal dieser 23.5, abweichen vom Gesetz nur dann, wenn es ausdrücklich zugelassen ist. Das heißt, da steht drin, die Satzung kann hiervon abweichen oder kann eine höhere Zahl bestimmen oder eine niedrigere Zahl bestimmen. Ergänzende Bestimmungen müssen dagegen geprüft werden, ob das Gesetz abschließend ist oder ob das Gesetz sozusagen noch Spielraum lässt. Ansonsten Organisation, in der AG müssen Sie einen Aufsichtsrat haben, in der GmbH dürfen Sie einen haben, außer Sie haben mehr als 500 Arbeitnehmer, dann müssen Sie auch in der GmbH einen Aufsichtsrat haben. In der AG ist der Vorstand
frei. Frei meint hier zwei Dinge. 76.1 sagt, er ist nicht an Weisungen gebunden. Sie können dem Vorstand nicht sagen, was er tun soll. 84.3 sagt, der Vorstand einer AG kann nur aus wichtigen Grund abberufen werden. Das heißt nicht einfach so, weil die Nase nicht gefällt, sondern es muss ein Grund vorliegen. Demgegenüber in der GmbH muss der Geschäftsführer Weisungen befolgen nach 37.1 und er ist jederzeit ohne Grund abberufbar. Man kann sagen, heute keine Lust mehr und du bist nicht mehr Geschäftsführer. Schließlich, in der AG darf ich jedes Jahr nur den Jahresüberschuss ausschütten, das heißt den Gewinn, der in diesem Jahr erwirtschaftet worden ist, nach bilanziellen Grundsätzen. In der GmbH kann ich jederzeit ausschütten, bis die Stammkapitalgrenze erreicht ist. Das heißt, wenn ich ein Stammkapital von 25.000 habe und ich habe 50.000 der Kasse, kann ich die überschießenden 25.000 jederzeit auszahlen an die Gesellschafter. In der AG dagegen nur den jeweiligen Jahresüberschuss. Also viel, viel strenger. Ganz kurz noch zum Thema Börsen. Das Aktiengesetz definiert in § 3 Absatz 2, was es unter einer börsennotierten Aktiengesellschaft versteht. Und da sagt es, es geht um einen Markt, der von einer staatlich anerkannten Stelle geregelt und überwacht wird, regelmäßig stattfindet und für das Publikum mittelbar oder unmittelbar zugänglich ist. Das heißt, auch eine Profibörse, wo man nicht hingehen kann und selber seine Aktien anbieten kann, sondern nur über irgendwelche Broker oder Makler, ist hier eine Börse im Sinne des Gesetzes. An ganz vielen Stellen im Gesetz gibt es Regelungen, die gelten nur für börsennotierte oder nur für nicht börsennotierte Aktiengesellschaften. Das werden wir im Laufe des Semesters sehen. Auch hier wieder die Statistik, wie viele Aktiengesellschaften sind börsennotiert. 75 waren es 471, 2015 waren es 555. Also die Zahl der börsennotierten Aktiengesellschaften ist weit unter 1000. Das heißt, das ist eine sehr überschaubare Zahl. Trotzdem sind es die Gesellschaften, die für die meisten Leute am sichtbarsten sind, weil es halt die größten sind normalerweise. So Sachen wie Bayer oder Daimler oder VW. Das sind die großen Player, während die Rheinschifffahrtsaktiengesellschaft kennt kein Mensch, obwohl die auch Aktien haben und ein Schwein jedes Jahr auf der Hauptversammlung gegessen haben. Gut. Ganz kurz ein Überblick zum Gesetz. Das Gesetz hat vier Bücher. Von den vier Büchern behandeln wir im Wesentlichen nur das erste. Das heißt, § 1 bis 277 ist schon genug Gesetzestext. Danach kommt noch die Gesellschaft auf Aktien. Die ist relativ kurz geregelt, wie Sie sehen. Die hat gerade mal hier 12 Paragraphen. Das ist schlank und rank. Dann kommt das Konzernrecht. Dafür gibt es diese tolle Vorlesung Konzern- und Übernahmerecht nächstes Semester. Müssen wir hier auch nicht behandeln. Und Straf- und Schlussvorschriften interessieren uns gar nicht, weil Strafrecht, das können Strafrechtler viel besser und finden die alle total super, dass da steht, wer lügt, kommt ins Gefängnis. Also unser Schwerpunkt nur da oben. Wenn wir dann in die Gliederung dieses Teils gucken, fängt das an mit allgemeinen Vorschriften. Ein paar davon haben wir schon gesehen, zum Beispiel § 1, das Wesen der Aktiengesellschaft, § 3, Handelsgesellschaft und Börsennotierung. Wir werden uns aber die anderen auch noch angucken nächste Woche. Dann kommt die Gründung der AG, da haben wir auch schon reingeguckt, wir haben den 23.5 gesehen, wir haben den 36a gesehen. Sie sehen aber, das sind eine ganze Menge Paragraphen, es geht bis § 53. Und dann kommt das mit Rechtsverhältnis der Gesellschaft und der Gesellschafter, wo wir eben gesehen haben, 53a, Gleichbehandlungsgrundsatz, da steht noch ein bisschen mehr als Programmsätze drin. Dann geht es ans Eingemachte, es kommt Vorstand, Aufsichtsrat und ein Paragraph zur Benutzung von Einfluss auf die Gesellschaft. Da geht es um Leute, die den Vorstand manipulieren, damit sie sich selber bereichern können, die haften dann auf Schadensersatz. Ja? Der Strippenzieher haftet. Dann kommt die Hauptversammlung. Und wie Sie hier schon sehen, die Hauptversammlung ist etwas näher geregelt, denn die hat hier alleine schon 7 Unterabschnitte. Da stehen so tolle Sachen drin wie das Stimmrecht in 4 Paragraphen oder die Versammlungsniederschrift und das Auskunftsrecht.
All diese Paragraphen werden wir uns im Detail angucken. Die müssen wir am Ende perfekt beherrschen, weil die in die Klausur drankommen können. Dann die Paragraphen, die uns nicht so sehr interessieren, Rechnungswege und Gewinnverwendung. Das soll mal Herr Hüttemann machen, der findet das alles toll. Das ist alles so ein bisschen Rechnerei, das machen wir nicht. Dann Satzungsänderung, Maßnahmen der Kapitalbeschaffung und Kapitalherabsetzung. Das gucken wir uns etwas näher an, weil da ist oft Streit. Die Leute streiten darüber, wenn man neue Aktien ausgibt und sie übergangen werden oder wenn ihre Beteiligung verwässert wird. Ganz dramatische Sachen. Dann ein ganz schwieriges Thema, fehlerhafte Beschlüsse auf der Hauptversammlung. Da regelt das Gesetz uns so Sachen wie die Nichtigkeit, kennen wir, 134 und 38 BGB, aber es regelt auch, und das ist das Schlimme, die Anfechtbarkeit, das heißt die Aufhebung durch Gerichtsurteil. Und wir werden sehen, das ist sehr missbrauchsanfällig und sehr schwierig. Deshalb haben wir dafür auch eine ganze Vorlesung. Und schließlich, was uns nicht so sehr interessiert, was relativ einfach ist, Auflösung und Nichtigkeit der Gesellschaft. Auflösung heißt freiwillige Beendigung. Nichtigkeit heißt, der böse Registerrichter sagt, das ist doch alles Quatsch und löscht die Gesellschaft einfach. Wir werden sehen nächste Woche, das ist nicht so spektakulär. Das kostet uns ein paar Minuten. So, jetzt haben wir noch 3 Minuten für die Geschichte, das geht schnell. Ja, dann machen wir das einfach. Also, die erste Aktie stammt aus dem Jahr 1288 aus Schweden. Wer hat es erfunden? Die Schweden. Und zwar, da oben sehen Sie eine tolle Bergwerkmine. Und es gab dieses tolle Dokument. Und mit diesem Dokument kriegten Sie einen Anteil aus den Gewinnen, die die Bergwerkmine machte. So viel mit Hauptversammlung und sowas gab es noch nicht, weil es war halt 1288. Aber es war die erste Aktie der Welt. Ein paar Jahre später, um 1600, kam dann die East India Company. Die East India Company hatte ein Monopol für den Handel zwischen Großbritannien und Indien. Das heißt die East India Company. Und Sie wissen, die haben dann da immer die Leute misshandelt und sowas, gibt es Filme drüber, alles ganz schlimm. Und die haben dann Gold und Silber aus Europa genommen und haben dann Asien vertickt und dafür Gewürze und Textilien reimportiert. Und alle waren glücklich. Sie kennen, da kommt das Curry her, Curry von To Carry, weil man gesagt hat, kipp einfach alles in einen Topf, ist billiger, als wenn wir die Sachen einzeln transportieren. Tolle Sache. Der Return on Investment lag bei 150%, das heißt, investierten 10 Euro, kriegten 15 zurück, oder sie investierten 100 Euro, kriegten 150 zurück, oder 1000 Euro, kriegten 1500 zurück. Das war nicht schlecht. Deshalb haben viele Leute investiert und Sie sehen hier quasi den ersten Börsencrash. Das ging hoch und dann wieder runter. Da die Königin, also die Krone, die britische, in hohem Umfang beteiligt war, haben die daraufhin die Gründung neuer Aktiengesellschaften verboten und gesagt, es gibt einfach keine Konkurrenz mehr. Und dadurch ging der Kurs dann wieder hoch. Das geht heute nicht mehr. Also es kann nicht sein, dass sozusagen Frau Merkel sagt, nur noch VW und andere Aktiengesellschaften gibt es in Deutschland nicht mehr. Das kommt nicht mehr vor. Nur damit Sie hier sehen, um welche Beträge es geht, 1,6 Millionen Pfund, das entspricht heute mehreren Milliarden Euro. Aber nicht nur die Engländer waren groß, sondern auch die Holländer. Und die Niederländer hatten nämlich auch eine Handelsgesellschaft, die waren ziemlich groß dabei. Anlagevolumen war 6,5 Millionen Gulden, entsprach 100 Millionen Euro heutigen Wertes und gegründet 1602. Und die haben in der Tat Aktien schon auf Papier verbrieft. Und Sie sehen hier die erste Aktie sozusagen, die als solche gehandelt wird. Wenn Sie Ocean's 12 gesehen haben, hat wieder keiner gesehen, das ist immer toll, hier sehen wir einen Film und keiner weiß, worum es geht. Also das ist mit George Clooney, kann ich Ihnen sagen. Und die sind da in Amsterdam und am Anfang vom Film wollen die die erste Aktie der Welt klauen. Das ist dieses Dokument. Ja, das wollen die klauen. Und worum ging es? Es gab diese Nachweise auf Papier, es gab nur eine Amsterdamer Börse, da konnte man die Dinger verkaufen und verhandeln. Und es war schon so, dass die Anleger nicht für Schulden der Gesellschaft haften. Außerdem kriegten die Anleger eine Dividende, das heißt, wenn hohe Gewinne waren, kriegten sie viel Geld, wenn niedrige Gewinne waren, kriegten sie wenig Geld. Es war also im Grunde schon sehr ähnlich zu dem, was wir heute haben. Und das waren die Holländer im 16. Jahrhundert. Und jetzt fragen Sie sich, wann kamen endlich die Deutschen? Und das hat lange gedauert.
nämlich 1861. Für die Leute von Ihnen, die deutsche Rechtsgeschichte gelernt haben, wissen Sie, das Deutsche Reich gab es da noch nicht. Ja, das Deutsche Reich ist nämlich gegründet worden. Wann? Weiß wieder kein Mensch. Das ist super. 1871, indem wir die Franzosen besiegt hatten, hat man gesagt, machen wir Deutsches Reich. Großer Erfolg. Aber es gab schon einen Norddeutschen Bund und die haben dieses tolle Gesetz gemacht. Sie sehen, ich habe mir die Mühe gemacht, habe für Sie das Originalreichsgesetzblatt, beziehungsweise das Bundesgesetzblatt rausgesucht. Und Sie werden staunen, das war das Aktiengesetz. Wenn Sie ganz genau hingucken und das lesen können, dann steht da rechts oben vom Handelsstande, dann kommt von den Handelsgesellschaften, dann kommt von den Handelsgeschäften. Warum sage ich denn, das ist ein Aktiengesetz? Fragen Sie sich jetzt. Welches Gesetz scheint das doch zu sein auf den ersten Blick? Ziemlich offensichtlich, was Sie vielleicht auch schon mal gesehen haben. Das ist das heutige HGB, damals noch ADHGB, Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch. Aber jetzt kommt der Trick, oder auch nicht. Warten Sie, jetzt kommt der Trick. Sehen Sie das? Wenn Sie jetzt gucken, sehen Sie da, was sehen Sie, kommt nach der Kommanditgesellschaft? Welche Gesellschaftsform? Von der Aktiengesellschaft. Und Sie sehen, damals war es kurz geregelt, Artikel 207 bis 249 und schon war die AG geregelt. Heute brauchen wir ein paar mehr Regelungen, aber früher stand die Aktiengesellschaft im HGB. Was stand da so drin? Aktiengesellschaften sind juristische Personen, aber nur Kaufleute können Aktiengesellschaften gründen. Das heißt, was bei uns heute in § 3 steht, jede Gesellschaft ist Handelsgesellschaft, stand früher nicht drin, sondern früher musste die Aktiengesellschaft ein Handelsgewerbe betreiben. Zum Zweiten, wenn Sie eine AG gründen wollten, brauchten Sie zum einen einen Notar, das brauchen Sie heute noch, zum anderen brauchten Sie aber auch jemanden, der Ihnen das genehmigte. Das kennen wir heute aus dem BGB, § 22. Es musste früher Ihnen Ihr jeweiliger Kaiser, König oder was auch immer Sie hatten, das Ganze abstempeln. Und nur dann war die AG wirksam gegründet. Was auch fehlte, war der Aufsichtsrat. Die AG von damals hatte nur einen Vorstand, der direkt gewählt wurde von den Gesellschaftern. Und die Gesellschafter konnten sogar die Vertretungsmacht im Außenverhältnis beschränken und sagen, der darf nur Geschäfte zu einem Betrag von X machen. Aufsichtsrat kann man einrichten, muss man nicht, wie in der GmbH. Es gab schon ein Grundkapital, aber es gab keine Mindesthöhe, es konnte noch 1 Euro betragen, beziehungsweise 1 Taler damals. Wenn man aber eins angab, musste man mindestens 40% einzahlen. Die Aktionäre hatten Anspruch auf eine Dividende und sie durften einmal eingezahltes Geld nicht zurückkriegen. Das war das Highlight des Jahres 1861. Sie sehen, super Sache. Das wurde dann reformiert 1870 durch 2 wesentliche Änderungen. Zum einen konnte jetzt jeder eine AG gründen, das heißt, es kam nicht mehr darauf, dass ein Handelsgewerbe betrieben wird. Zum zweiten brauchte man keine staatliche Genehmigung mehr. Man konnte einfach so eine AG gründen. Interessanterweise, was immer noch fehlte, war ein Mindestgrundkapital. Stattdessen hat man erstmal einen Aufsichtsrat eingeführt, weil man gesagt hat, der überwacht das alles, der ist so gut wie der Staat. Und man hat gesagt, solange das Grundkapital nicht da ist, darf ich keine Dividende auszahlen. Solange auch nur einer sein Geld nicht eingezahlt hat, kriegen die anderen kein Geld. Das war ein großer Renner, dieses Aktiengesetz, hat dazu geführt, dass die Leute sich gegenseitig betrogen und belogen haben und am Ende wieder alle geweint haben. Und daraufhin hat der Kaiser dann 1884 gesagt, müssen wir es schon wieder ändern und hat gesagt, jeder muss nachsehen können, wer welche Aktien erworben hat und wer welches Geld von der AG bekommen hat. Das heißt, es kann nicht sein, dass derjenige, der die Leute akquiriert und sagt, will das Aktien kaufen, davon 30% kriegt für jede Aktie, die er verkauft. Zweitens, Schadensersatz und Strafbarkeit. Wer lügt bei der Gründung einer AG, kommt ins Gefängnis. Das war vorher nicht der Fall. Heute immer noch so, Gründungsschwindel, ganz schlimme Sache. Der Mindestnennbetrag für Aktien wurde auf 1000 Mark gesetzt. Das war damals richtig viel Geld. Sie müssen das mal 20 rechnen. Das heißt, 20.000 Mark mussten Sie, oder 20.000 Euro mussten Sie aufbringen, wenn Sie dabei sein wollten. Dann wurde erstmals geregelt, dass Vorstand und Aufsichtsrat nicht dieselben Leute sein durften. Vorher konnte der Vorstand derselbe Mensch dann wieder Aufsichtsrat, der konnte sich selber beaufsichtigen.
Dann wurde verlangt, dass die Gründungsversammlung einer AG vor Gericht abgehalten wird, damit der Richter auch beachtet, dass da keiner getäuscht wird und die Aufklärungspflichten beachtet wurden. Und schließlich wurde sichergestellt, dass jeder Aktionär ein Stimmrecht hat. Große Highlights, Sie sehen, da hat man lange drüber debattiert, wesentliche Reformen. 1897 wurde das Ganze dann vom Gericht auf Private verlagert und dann kam das Dritte Reich. Sie sehen, das Reichsgesetzblatt von 1937 hat ein neues Aktiengesetz verkündet. Das hat erstmal einen hohen Mindestnennbetrag und ein hohes Mindestkapital festgesetzt, wobei damals die Inflation halt hoch war, damit war das Geld auch nicht mehr viel wert. Es hat aber vor allen Dingen vorgesehen, dass es einen dreiköpfigen Aufsichtsrat gibt und dass der Vorstand sich vom Aufsichtsrat nicht sagen muss. Dieser Gedanke wird oft als Führerprinzip bezeichnet, nach dem Motto, der Führer muss sich vom Parlament nicht sagen lassen, der Vorstand muss sich vom Aufsichtsrat nicht sagen lassen. Das war vorher anders. Vorher durfte sich der Aufsichtsrat in die Geschäfte einmischen und sagen, wenn du das nicht machst, dann fliegst du halt raus. Das heißt, diese Regelung ist heute eine Errungenschaft aus dem Jahr 37. Erstmals geregelt wurde auch das Beschlussmängelrecht, das, was wir uns näher angucken müssen, mit Anfechtungs- und Nichtigkeitsklage und ganz toll das Umwandlungsrecht, das heißt die Möglichkeit, aus einer AG eine GmbH zu machen, zwei AGs zusammenzufassen und so weiter. Das tauchte erstmals hier auf. Wie alle Sachen, die die Nazis gemacht haben, haben wir das heute nicht mehr. Wir haben es bereinigt in den 60er Jahren. Das heutige Aktiengesetz stammt aus dem Jahr 1965. Keine Nazi-Paragraphen mehr drin. Alles bereinigt, modernisiert, freundlich, nett. Rausgenommen worden ist zum Beispiel das Letztentscheidungsrecht des Vorstandsvorsitzenden. Das heißt, es gibt kein letztes Wort des Vorstandsvorsitzenden unter anderen. Wenn Sie aber nur ein Vorstandsmitglied haben, kann er immer noch machen, was er will. Das Auskunftsrecht der Aktionäre wurde gestärkt. Man hat das Konzernrecht geregelt, was wir nicht machen dieses Semester. Man hat Publizitätspflichten geschaffen für Mehrheitsbeteiligungen und Rechnungslegungen. Und man hat natürlich den Nennbetrag der Aktien und das Grundkapital wieder angepasst, weil die Währung sich geändert hat. Letzter Punkt für heute. Was ist in den letzten Jahren passiert? Wir haben eine sogenannte Aktienreform in Permanenz. Damit ist gemeint, ungefähr alle 4 bis 5 Jahre kommt eine Änderung. Sie sehen, das fängt an 94, 98, dann geht es los 2001, 2, 5, 6, 8, 9 und dann kommt 15. Das bedeutet, wenn Sie vor 20 Jahren Aktienrecht gelernt hätten, können Sie ja von heute kaum noch was verwenden, weil alles anders geworden ist. Das bedeutet aber auch, dass es ein spannendes Gebiet ist, wo Sie jede aktuelle Entwicklung am eigenen Leib miterleben können und aktuelle Probleme live diskutieren können. Dafür sind Sie hier und das machen wir in den kommenden Wochen. Nächste Woche nicht vergessen, ein Aktiengesetz. Idealerweise das Aktiengesetz, was Sie auch in der Klausur verwenden wollen. Dann wissen Sie nämlich schon optisch, wo die Paragraphen stehen und können damit gut arbeiten. Das kostet nicht viel, ist das Geld aber wert. Lehrbücher können Sie sich eins kaufen, aber brauchen Sie sich nicht zu kaufen, weil Sie können das Skript lesen oder diese tolle Online-Lehreinheit machen. Die Folien sollten Sie nicht lesen, weil die Folien machen dumm. Wer die Folien liest, ist doof. Ich sage Ihnen das vorher. Auf den Folien steht im Wesentlichen der Gesetzestext und sind ein paar lustige Bilder drauf, aber die Folien müssen Sie in der Klausur nicht können. Ja? Ansonsten sehen Sie hier, es gibt auch viele tolle Zeitschriften, die müssen Sie aber auch nicht auswendig kennen. Wir sehen uns nächste Woche und dann geht es um die Gründung der AG. Gucken Sie sich die Kontrollfragen an, ob Sie jetzt alle beantworten können, die da drin stehen. Wenn nicht, ist das schlecht.